Guten Tag, willkommen auf MX5 Roadtrips. Es soll nochmal um die Insta360 One R gehen, und zwar da um das 1 Zoll Modul. In dem ersten Teil über dieses Modul hatte ich eine Abendfahrt unternommen, in der es wunderschöne Aufnahmen vom Sonnenuntergang gab. Und dann danach, als es schon etwas dämmerte, haben sich allerdings Stabilitätsprobleme eingestellt, die ich verhältnismäßig scharf kritisiert habe in diesem Video. Nun bin ich darauf hingewiesen worden, dass das ein Einstellungsfehler war. Und das möchte ich hier ausräumen. In der Tat muss also bei einsetzender Dämmerung die Kamera umgeschaltet werden auf eine Innenstabilisierung, so als wenn man in Innenräumen filmen würde. Und ich möchte hier ein Video nachschicken, das nachts aufgenommen wurde und das in der Tat zeigt, dass die Stabilisierung dann bei dieser Einstellung auch tatsächlich funktioniert. Insofern, mea culpa, der Fehler lag bei mir. Die Kamera hätte anders eingestellt werden müssen, aber das war mir nicht bekannt, dass man auch Außenaufnahmen in der Dämmerung mit einer Inneneinstellung machen muss. Also, viel Spaß beim Video.
Gut, ziehen wir ein neues Fazit, diesmal etwas verändert als beim letzten Mal. Die Aufnahmen zeigen, gut, es war noch nicht rabenschwarze Nacht, aber schon ziemlich dunkel, ein ziemliches Rauschen. Das würde aber wohl auch eine Systemkamera nicht besser machen. Insofern finde ich die Aufnahmen schon recht gelungen und in Kombination mit den bereits gezeigten Aufnahmen vor Sonnenuntergang bin ich jetzt doch überzeugt, dass dieses 1-Zoll-Modul ein wirklich gutes Modul ist für die Insta360 ONE R. Also insgesamt die ganze Serie der Module der Insta360 ONE R empfehlenswert ist. Ich habe in der Zwischenzeit auch eine GoPro Max ausprobiert, die zwar auch ganz gute Aufnahmen macht, aber deren Aufbereitung der 360-Grad-Videos aus meiner Sicht katastrophal ist. Und insofern kann man schon sagen, dass Insta 360 mit dieser Serie der One R ein großer Coup gelungen ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.